Hey, Surströmming TV hier. Weiter geht's. So, hier. Elch ist bei uns leider ein bisschen schwierig, deswegen gehen wir jetzt an den Hirsch. So, wir würzen den Hirsch. Klar, mit Kalle Spezial aus Schweden. Da könnt ihr ruhig ordentlich drauf machen. Es ist wenig Salz drin. Wie bei allem, was ich tue. Weil ich möchte den Geschmack vom Fleisch haben. So, wieder einmassieren. Richtig schön kräftig. Ja, von allen Seiten. Hier natürlich auch die Knochenseite. Das ganze Ding rum. So. Schweden ist für mich so eine Geschichte. Was hat Schweden? Schweden hat Wald, das heißt Wild, Wasser. Nehmen wir jetzt eine Forelle in dem Sinn. Ja? Das heißt, wir machen uns Surf und Turf vom Hirsch mit Forelle. So, dann schauen wir mal. Der Grill hat jetzt 200 und 10 Grad. Das haben wir jetzt hier drauf. Der Knochenseite erstmal. Da geht es gleich weiter. Dann würde ich sagen, dann treffen wir uns jetzt gleich in der Küche. Machen das Pü und dann gehen wir zur Forelle. Ich mache das jetzt echt einfach. Ich habe jetzt hier diese Cook and Wrap oder Wrap and Cook da. Und wir machen jetzt das Pü. Das heißt, ich habe hier 700 ml Wasser drin. Jetzt gehen wir einfach aufs Programm Dampfplan. 30 Minuten, das ist okay, lass mal laufen. Das Ganze den tut jetzt hier für 30 Minuten Dampfgarn. Danach pürieren wir es und dann können wir eigentlich schon loslegen mit unserem Hirsch, der am Grill liegt, und unserer Forelle. Die Forelle habe ich nur leicht von innen gesalzen. Die hauen wir jetzt einfach hier oben drauf. Man hört schon wieder, der Sound ist halt schon echt böse. Ne? Wir gehen jetzt hin, bisschen Olivenöl. Brauchen wir Speckbullen, die laufen jetzt nebenbei. Jetzt haben wir hier einen Speck von meinem Freund aus Ungarn. Der hat schon richtig Fett zu bieten. Ja. Der sippt euch einfach auf in einen Topf, ist böse, das ist gut so. Schaut euch das mal an. Das ist jetzt ungarisches Landschwein. Aber es ist eine coole Geschichte, ne? So, dann schneiden sie einfach ein paar Scheiben runter. Zu Hause gerne mit der Aufschnittmaschine. Auf die Seite und fertig. So, dann geht er hin. Das lasst ihr jetzt schön auf den Grill gehen. Ihr hört den Sound schon, das ist echt richtig geil. Ja. Dann macht er einfach die Bohnen dazu. Habt ihr eigentlich schon mal gesehen, was hier drauf steht? Who the fuck is Kötbulla? Ich stehe drauf. Schön würzen. Da geht die Haut weg. Könnt ihr drüber diskutieren. Für mich ist es nicht schlimm. Ich meine, ich will die Haut sowieso nicht drauf haben. Schaut das super aus. Schaut super aus. Hier haben wir unsere Hirschi. Machen wir hier die Bohnen drauf. Probieren wir mal. Sehr gut. Zwiebelchen oben drauf. Schaut das super aus. Perfekter Garpunkt, alles cool. Aber wie sagt man so schön? Who the fuck is? Baby! So, dann fangen wir weiter an. Ne? Spaß muss sein. Viele finden das jetzt nicht lustig. Ich finde es lustig. Ich fand's super. So. Ich habe es jetzt noch ein bisschen rosa. Ich stehe aber auch drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Man kann das jetzt auch länger drauf lassen. Ich persönlich mag so ein glasiges. Wir haben hier wirklich eine tolle Qualität. Und da braucht man sich auch nicht genieren. So. Wichtig ist ein bisschen Liebe. Ja, voilà. Habt Spaß. In diesem Sinne, holy shit, euer Kalle.